So. Ja, auch von mir nochmal einen herzlichen Glückwunsch dem Landesverband Bayern. Ein gesundes neues Jahr euch allen. Für uns gemeinsam wünsche ich mir für 2016 möglichst viel Erfolg, positive Elemente und Ereignisse und insgesamt ein gutes Gefühl für die gemeinsame Zukunft. Die Merkel hat mal gesagt, von gar nicht allzu langer Zeit, Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Für den es noch nicht ganz klar ist, was sie damit gemeint hat, hat sie hinterher noch formuliert, dass man das mit dem Datenschutz nicht so eng sehen dürfe. Also das Ziel von Merkel ist nicht, die Daten zu schützen, das Ding läuft nach unten, das heißt, irgendwann werde ich dann ziemlich leise sein, dann müsst ihr dann leben, die Daten, unsere Daten zu schützen, sondern dem Unternehmen einen möglichst großzügigen Zugriff auf die gespeicherten Informationen von uns allen zu ermöglichen. Das ist das, worum es der Bundesregierung geht, das ist das, was sie in all ihren Papieren, Dokumenten und Gesetzesinitiativen ganz klar fordert und vorsieht. Um sich das zu verdeutlichen, sollte man sich einmal einen Moment lang darüber Gedanken machen, was Data Mining eigentlich bedeutet. Data Mining ist ein schön gefärbter Begriff für die Tatsache, dass Konzerne und Unternehmen in unserer Privat- und Intimsphäre graben dürfen, um zukünftige Konzerngewinne und Konzernaufgaben zu optimieren. Das ist so widerlich, dass ich es eigentlich unfair finde, dafür einen so harmlosen Begriff zu verwenden. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir ziemlich schnell in einer Gesellschaft leben, in der wir alle als Piraten gar nicht leben wollen. In der es beispielsweise völlig normal ist, dass eine Versicherungsgesellschaft eine Blackbox fürs Auto vorschreibt. Du hast dann als Autofahrer nur die einzige Alternative. Du kannst sagen, will ich nicht, und bezahlst dann 20% oder 30% Aufschlag. Das heißt, Freiheit wird es dann nur noch für den geben, der es sich leisten kann. Danke, Ron. Im Prinzip passiert es schon jetzt. Wir sind nicht besser, oder? Im Prinzip passiert das schon jetzt, wenn man sich anschaut, dass Banken angefangen haben, Social Media Accounts auszuwerten und ihr Kreditscoring, die Schufa macht das angeblich auch, hat zwar dann behauptet, sie tut es doch nicht, aber so ganz glaubwürdig ist es nicht, das Kreditscoring der einzelnen Bürger auch daraufhin festzumachen, mit welchen Leuten man in Facebook befreundet ist. Das heißt, wir alle, die zum Teil relativ großzügige Freundschaftslisten in Facebook pflegen, könnten jetzt überlegen, dass das vielleicht doof ist und anfangen zu entfolgen, wen wir nicht kennen, weil, hey, was weiß ich, was der für eine Kreditwürdigkeit hat, der zieht meine mit runter. Das heißt, die Unternehmen fangen auf die Art und Weise an, die Gesellschaft zu verändern, die Gesellschaft in Gleichklang zu zwingen. So suchst du nur noch Freunde, nein, du sortierst deine virtuellen Freunde, es sind ja zum Teil gar keine echten, du sortierst deine virtuellen Freunde nur noch nach Nützlichkeit und nicht mehr nach möglichen Interessenslagen oder nach witzigen Tweets. Ich glaube, das ist eine Fehlentwicklung. Das nächste Beispiel, was mir einfällt, sind Automobilindustrien, Automobilhersteller, die davon ausgehen, dass die Daten, die beim autonomen Fahren anfallen, ihnen gehören. Das ist falsch. Wenn ich irgendetwas tue, wenn ich irgendetwas mache und dabei Daten produziere, dann bin ich der Urheber dieser Daten. Und wenn Sie sonst über das Urheberrecht diskutieren, dann sind Sie immer davon überzeugt, dass der Urheber das Recht der Verwertung, der Nutzung, selbst die Erben noch 70 Jahre nach dem Tod einen Rechtsanspruch auf die Verwertung dieses Urheberrechts haben. Und wenn es aber darum geht, dass es um unsere Daten geht, dann soll es plötzlich anders sein. Vielleicht sollten wir uns das zunutze machen und sollten ganz klar formulieren, dass wir da etwas geändert haben wollen. Das ist jetzt
Vielleicht, ja, das ist gar nicht so der schlechteste Moment, um darüber zu diskutieren. Ich möchte beim nächsten Bundesparteitag einen Leitantrag einreichen. Ich weiß, Leitanträge sind oldschool, das machen die anderen Parteien und das ist ziemlich doof, weil da stellt man sich dann als Bundesvorstand hin und sagt, das ist die Agenda, die wir haben und die würden wir gerne mit euch zusammen machen. Möglicherweise ist es aber trotzdem eine gute Möglichkeit, um einfach zu zeigen, worum es geht, was das Ziel ist. Und ein Punkt in diesem Leitantrag wird sein, dass wir eine Umkehrung des Datenschutzes haben wollen. Wir wollen erreichen, dass die Daten uns gehören. Dass Data Mining nicht die Normalform ist, sondern dass Data Mining etwas ist, was man vielleicht ausnahmsweise einem Unternehmen mal kurzzeitig gestattet, aber jederzeit widerrufen kann. Wir erteilen ein Nutzungsrecht unserer Daten und nicht ein pauschales, ja, die können damit machen, was sie wollen und wenn wir was dagegen haben, haben wir mit Nachteilen zu rechnen. Möglicherweise ist das ein Ansatz, der uns als Piraten da auch in die richtige Richtung bringt. Vielleicht ist das genau der Ansatz, der uns helfen könnte, auch in Zukunft wieder Erfolg zu haben. Anzufangen und klare Formulierungen zu setzen, klar zu machen, was wir wollen und was wir nicht wollen, um ein Profil zu schärfen. Möglicherweise ist der nächste Bundesparteitag dafür genau die richtige Möglichkeit. Jetzt weiß ich, dass ein Dreikönigstreffen eigentlich ja die Möglichkeit ist, nicht über Parteiinternes zu reden, sondern über die anderen Parteien und über die Unfähigkeit der anderen Parteien. Da könnte man in Deutschland endlos schwadronieren. Aber eins ist mir trotzdem aufgefallen und das würde ich euch gerne noch kurz erzählen. Ich war über Silvester in Österreich und wir sind bei der Rückreise über Passau wieder eingereist. Und ihr kennt das vielleicht alle aus den Nachrichten, nein, nicht aus den Nachrichten, sondern noch viel cleverer, aus dem Verkehrsfunk. Jede Stunde, nein, jede halbe Stunde im Radio wird davon geredet, dass wegen der Verkehrskontrollen, nein, wegen der Grenzkontrollen bei der Einreise zu Wartezeiten von, und dann kommt irgendeine Zahl. Richtig? Das ist inzwischen wieder in Fleisch und Blut übergegangen, wie es in den 80er und 90er Jahren war, als es noch richtige Grenzen gab. Jetzt muss man sich aber mal vorstellen, bei der Einreise über die Autobahn bei Passau sieht es folgendermaßen aus. Du kommst aus Österreich, die eigentliche Grenze gibt es nicht mehr sichtbar. Da stehen noch so ein paar alte Häuschen, die keiner benutzt. Und ein LKW-Parkplatz, der ist ziemlich witzig oder ziemlich wichtig für die Reisenden dort. Aber ansonsten ist da nichts. Und dann kommt der Inn. Das heißt, die Autobahn, die A3, ab der bayerischen Grenze heißt sie dann auch A3, die führt über den Inn und damit bist du in Deutschland. Da ist nichts, keine Kontrolle, kein Zaun, kein nichts mehr. Das haben sie ja alles abgebaut. So, und dann kommt eine Autobahnausfahrt. Die erste, auf bayerischer Seite. Immer noch keine Kontrolle. Und dann kommt ein Parkplatz. Der erste Parkplatz auf bayerischer Seite ist ungefähr 6 oder 7 Kilometer von der Landesgrenze weg. Und da machen sie Kontrollen. Das heißt, würde ich tatsächlich illegal nach Bayern wollen, dann fahre ich bei der ersten Autobahnausfahrt runter. Das Einfachste, was hier. Also was erreichen die Pfeifen da eigentlich? Die erreichen nicht, dass irgendjemand nicht einreisen kann. Bitte, unsere Grenze ist so offen wie ein Scheunentor. Das ist billiger Populismus, um dafür zu sorgen, dass einmal alle 30 Minuten in allen Verkehrssendern in Bayern darauf hingewiesen wird, dass wir ein Flüchtlingsproblem haben. Das ist die widerlichste Form, wie man Politik machen kann, die ist so eklig und so dreckig, dass mir dafür die Worte fehlen. Das ist alles, worum es der CSU geht. Einfach nur dafür zu sorgen, dass die Leute davor Angst haben, dass Flüchtlinge kommen. Widerlich, eklig, kann weg, muss aufhören. Und was sie damit auch erreichen, und das ist eigentlich das, was es so unfassbar grob macht. Sie sorgen dafür, dass bei uns ein Klima der Angst vor Fremden herrscht. Sie sorgen dafür, dass die AfD bei den nächsten Wahlen noch weiter Zuspruch erhalten wird. Die CSU ist der Steigbügelhalter für weitere rechtspopulistische Parteien in Deutschland. Die brauchen wir nicht, wir haben schon die CSU, da ist eh kein Platz für noch mehr von den Deppen. Also sollten wir dringend dafür sorgen, dass dieses Theater aufhört. Wir müssen mit den Leuten reden, müssen ihnen erzählen, worum es eigentlich geht, was sie da tun, welche Hintergründe das hat,
was die eigentlichen Ziele sind, damit wir diese Willkommenskultur, die wir in Deutschland gelebt haben, die ja spürbar war und die auch spürbar ist, auch weiter zur Verfügung haben. Und ich glaube, das ist schon etwas, wofür es sich lohnt, auch politisch aktiv zu sein, für jeden Einzelnen von uns. Danke.